Punkt 2 Uhr morgen früh stehen die Züge in Deutschland wieder still, die meisten zumindest. Denn die Lokführer streiken damit jetzt schon zum vierten Mal in dieser Tarifrunde. Diesmal 6 Tage lang bis kommenden Montag 18 Uhr. Die Positionen von Deutscher Bahn und GDL sind nach Einschätzung der Lokführer unvereinbar. Das neueste Angebot der Bahn reiche nicht aus, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagte GDL-Chef Weselski. Der Ausstand bedeutet nicht nur für die Fahrgäste Verspätungen und Zugausfälle. Auch die Industrie muss sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Denn die DB Cargo wird schon ab heute Abend 18 Uhr bestreikt. Das ist ein Thema, über das ich sprechen möchte mit Gitta Connemann von der CDU. Sie ist die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Willkommen bei Welt. Bislang gab es viel Verständnis, dass mit jedem Streiktag weniger wurde. Jetzt sagt die GDL, wir machen mal 6 Tage Streik, weil das, was auf dem Tisch liegt, ist ein vergiftetes Angebot. Kann man das einfach so stehen lassen? Müsste man nicht jemanden haben, der neutral urteilt und sagt, naja, so vergiftet ist das nicht. Redet wenigstens miteinander drüber. Genau, das ist der Punkt. Es braucht eine Streitschlichtung, aber diese wird von Herrn Weselski abgelehnt. Und das heißt, er eskaliert, eskaliert, eskaliert. Stillstand auf der Schiene, die ja die Falschen trifft. Es trifft ja nicht die Bahn, sondern Millionen Unbeteiligte, Berufspendler, Reisende, aber eben auch Betriebe und den Wirtschaftsstandort. Es gibt Hochrechnungen, was ein Streiktag kostet. Das sind 100 Millionen Euro pro Tag, hochgerechnet für 6 Tage, exponentiell 1 Milliarde. In einer Zeit, in der die Wirtschaft ohnehin schwächelt, ist das schon wirklich eine Kampfansage. Und diese Kampfansage trifft übrigens auch unsere europäischen Nachbarn. Denn die wichtigsten Frachtkorridore verlaufen durch Deutschland. Und das heißt, Herr Weselski zündet. Naja, es ist aber so, dass eben ein wichtiges Grundrecht in der Demokratie in Deutschland das Streikrecht ist. Und selbst der Kanzler hat jetzt auch das Wort ergriffen, aber eben nur gesagt, er hofft auf eine schnelle Einigung. Kann denn das tatsächlich genügen, Frau Connemann? Die Hoffnungen des Kanzlers sind schön, aber es reicht nicht, sondern es muss tatsächlich zu einer Regelung kommen, wie wir sie in anderen europäischen Mitgliedstaaten haben. Da gibt es gesetzliche Regelungen für den Arbeitskampf. Es geht nicht darum, Streiks zu verbieten, aber es geht darum, dass zum Beispiel ein Streik bei kritischer Infrastruktur das letzte Mittel sein muss und nicht das erste. Und hier ist Fakt, am 24. November hat Herr Weselski den Verhandlungstisch verlassen und seitdem haben 4 Streiks stattgefunden. Und deshalb brauchen wir zwingend eine Streitschlichtung. Was gerade bei der Deutschen Bahn immer wieder auch auffällt oder ein Thema ist, ist, es gibt ja mehrere Gewerkschaften, mindestens 2, die dort also nicht gegeneinander arbeiten, aber unterschiedlich unterwegs sind. Wie ist denn das mit der Tarifeinheit in eben einem solchen Bereich? Wer kann denn da über wen verfügen und sagen, ich lege jetzt alles lahm, obwohl eine andere Gewerkschaft im Vorfeld schon einen Abschluss erzielt hat, zum Beispiel auch für Lokführer, die aber in der 2. Gewerkschaft der Bahn integriert bzw. organisiert sind? Ja, es gibt tatsächlich 2 widerstreitende auch Gewerkschaften. Das ist die EVG auf der einen Seite und GDL. EVG hat einen Abschluss gemacht. Und aber in der GDL sind im Wesentlichen nur eben Lokführer. Die GDL hat 40.000 Mitglieder, die am Ende ein ganzes Land zum Stillstand bringt. Dafür haben wir eine Regelung getroffen mit dem sogenannten Tarifeinheitsgesetz, das sich eigentlich bewährt hat, auch aus Sicht der Bahn. Hier geht es um ein anderes Thema. Das eine ist die GDL überhaupt noch tariffähig? Das bestreitet die Bahn. Und das andere, es geht um Regeln in dieser kritischen Infrastruktur, also zwingende Streitschlichtung, übrigens auch ein Notfahrplan, eine Abkühlfrist, keine Streiks an Feiertagen, das stand ja auch zu Weihnachten im Raum und immer auch eine Vorlaufzeit. Immerhin ein Wochenende ist mit drin, ja. Frau Connemann, und das ist schon für den einen oder anderen, die eine oder andere schlimm genug. Lassen Sie uns ganz kurz noch ein anderes Thema besprechen, ohne dass wir jetzt noch mal länger darüber berichten. AfD müssen wir sprechen, die Art und Weise der Diskussion, wie denn mit der AfD zu verfahren sei, zu verfahren oder verfahren werden soll in Deutschland.
zuerst einmal von Ihnen so einen Eindruck dessen, wie Sie empfinden, was da in den letzten Tagen in Deutschlands oder auf Deutschlands Straßen passiert ist. Zahlreiche Menschen, die unter anderem auch gegen die AfD auf die Straße gegangen sind, gegen Rechtsextremismus, gegen Antisemitismus. Zunächst einmal sind diese Demonstrationen ein ganz ermutigendes Signal. Eben Demokratie lebt bei uns im Land. Und so viele Menschen sagen, wir sind gegen Rechtsextremismus, wir sind gegen Judenhass und das ist ungemein wichtig. Mhm. Allerdings ist es mit diesen Demonstrationen nicht getan. Die AfD zu entzaubern bzw. zu bekämpfen, und das wollen wir gemeinsam, ist wie ein Marathonlauf. Und da bedarf es eines Einsatzes tatsächlich Tag für Tag und nicht nur auf einzelnen Demonstrationen. Aber sie zu entzaubern, wie Sie sagen, sie zu bekämpfen, dann ist doch die Diskussion eines Verbotes die völlig falsche Richtung. Wo müsste das eigentlich hingehen? Wie kann man denn die AfD stellen? Wer die AfD verbieten will, pusht sie dem Grunde nach. Denn das Problem wird sein, ein Verfahren ist lang. In dieser Zeit wird die AfD zur Märtyrerin stilisiert. Der Ausgang eines Verfahrens ist vollkommen ungewiss. Und das Problem ist, es bleiben ja die Wählerinnen und Wähler. Und das heißt, die Themen anzusprechen der Wählerinnen und Wähler ist entscheidend. Viele Menschen in diesem Land haben inzwischen Angst vor wirtschaftlichem, vor sozialem Anstieg, vor auch Verlust der Heimat. Und wer glaubt, wenn man nicht über Fragen der Migration redet oder drohende Wohnungslosigkeit, würde die Probleme lösen, das nimmt die Wähler nicht ernst. Das heißt, wir müssen die AfD thematisch stellen. Nicht immer mit Populärbegriffen arbeiten, sondern sagen, was würde AfD bedeuten, zum Beispiel bei einer Europawahl. Ein Austritt, wie die AfD es fordert, aus Europa bedeutet unmittelbar eine Schwächung auch der Wirtschaft in Deutschland. So müssen wir es runterbrechen. Mhm. Inhaltlich stark stellen, aber nicht mit rein Begrifflichkeiten haben. Und was zum Beispiel einen Austritt aus Europa betrifft, das sieht man ja an den Konsequenzen bzw. dem, was Großbritannien da momentan durchmacht. Da sind sich alle Experten einig. Gitta Connemann war das von der CDU, die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Danke für das Gespräch, Frau Connemann. Vielen Dank. Danke. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.